Herzlich willkommen bei Brandenmundorfs Astmaphysik Astro TV. Sterne entstehen in sogenannten kollabierenden Gaswolken. Aber heute soll es endlich mal auch mal um ein Sternentstehungsgebiet gehen. Wir sprechen heute von dem Trifid-Nebel. Und ein Teil von diesem Nebel ist ein Sternentstehungsgebiet. Der Trifid-Nebel wird auch als Messier 20 bezeichnet. Und befindet sich somit im Messier-Katalog. Das ist nämlich daher so, da der Trifid-Nebel vom Charles Messier, das war ein französischer Astronom, am 5. Juli 1764 entdeckt worden ist. Und die Entfernung des Trifid-Nebels zur Erde beträgt ca. 5000 Lichtjahre und ist somit etwa 10 Mal so weit entfernt zur Erde als die Plejaden. Wenn man den Trifid-Nebel beobachten möchte, besteht ein folgendes Problem. Der Trifid-Nebel befindet sich im Sternbild Schütze und befindet sich somit extrem südlich. Und aufgrund dieser südlichen Position am Himmel lässt sich der Trifid-Nebel von Mitteleuropa aus nur sehr schwer beobachten. Aber falls man es beobachten sollte, beziehungsweise es doch irgendwie beobachten kann, aber vielleicht irgendwo in Italien Urlaub macht zum Beispiel oder so und sich dann dort den Sternbild betrachtet, kann man den Trifid-Nebel schon bereits mit bloßen Augen sehen. Aber dann wird es eher nur wie so ein Stern aussehen. Aber wenn man einen Feldstecher dabei hat und dann den Trifid-Nebel beobachten möchte, sieht man ja schon bereits so einzelne Nebelstrukturen. Da sieht man schon, dass es kein Stern ist, sondern dass es ein Nebel sein muss. Also wir wenden uns jetzt von der schönen Beobachtung des Trifid-Nebels ab und wenden uns zu der knallharten Astrophysik zu. Also, der Trifid-Nebel besteht sowohl aus einem Emissionsnebel als auch einem Reflexionsnebel. Wenn man sich hier die Abbildung betrachtet, lässt sich auch sehr leicht zuordnen, dass der Emissionsnebel sozusagen der rote Nebel ist, in Anführungszeichen, und der Reflexionsnebel ist der blaue Nebel hier. Und der Stern HD164492, es geht wieder um den Emissionsnebel, also dieser Stern ist ein blauer, heißer Stern und wie alle anderen blauen Sterne auch, sendet HD164492 große Mengen ultraviolettes Licht ab und ionisiert den Gasnebel um sich herum. So, und dann hat man eine H2-Region, wird auch als H2-Gebiet bezeichnet, weil dort das Wasserstoff ionisiert vorkommt. Und in einer H2-Region findet Sternentstehung statt. Und diese rote Farbe bei dem Nebel kommt daher zustande, denn wenn der Stern, dieser heiße blaue Stern, den Nebel um sich herum ionisiert, werden ja die Elektronen von den ganzen Wasserstoffatomen bzw. Moleküle, die sich dort befinden, weil Gase kommen eigentlich immer molekular vor, auf ein höheres Energieniveau gebracht. Das wird als angeregter Zustand bezeichnet und da strahlt dann der Nebel in der roten Farbe der H-Alpha-Linie. Denn der Emissionsnebel tut ja Licht emittieren, Licht ausstrahlen. Aber jetzt müssen wir noch zu dem Reflexionsnebel kommen. Ich habe vorhin gesagt, der Reflexionsnebel ist der blaue Nebel in dieser Abbildung. Und der Reflexionsnebel reflektiert einfach nur das Licht des blauen Sterns HD164514. Dazu gibt es eigentlich nichts direkt zu erzählen. Also wird einfach nur das Licht von den einen Stern reflektiert. Sicherlich auch noch von anderen blauen Sternen, die sich dort befinden, zufällig. Aber das war es dann auch. Nachdem wir extrem viel aber über den Trifid-Nebel nun gelernt haben, fehlt uns doch eine entscheidende Sache. Warum heißt dieser Nebel eigentlich Trifid-Nebel? Trifid, da steckt das Wort Tri drin, Tri bedeutet 3 und Trifid bedeutet so viel wie 3 geteilt bzw. 3 gespalten. Und wie entsteht das eigentlich? Wenn man jetzt in das Zentrum von diesem Haufen reinguckt, sieht man an 3 Richtungen solche lange schwarze Staubbänder nach außen führen.
gehen richtig so nach außen. Und diese drei Staubbänder teilen diesen Nebel in drei Abschnitten. Man sieht da oben links einen Teil, unten links und auch rechts noch einen großen Teil. Und so kommt dann der Name Trifidnebel zustande, weil es in drei Teilen gegliedert ist. Ich hoffe, dass euch das lange, interessante Video zum Trifidnebel gefallen hat. Falls ihr Fragen oder doch Verbesserungen, Vorschläge haben solltet, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich aufmerksam drauf. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ciao.